Ja, ich sage nochmal kurz was dazu für alle, die jetzt das Video anschauen. Wir sind hier bei Wohnsinn in der Videokonferenz. Wir machen immer einmal in der Woche gute Laune und Austausch in Zeiten von Corona und immer mit einem Gast. Heute ist unser Gast die Maria, die ist eine Opernsängerin. Die will uns jetzt was vorsingen und danach machen wir noch ein paar Gesangsübungen, dass wir auch lernen, gut zu singen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, danke schön, danke für die Einladung. Okay, ich werde ein Opernaria singen. Es ist sehr bekannt. Ich hoffe, ihr habt das mal gehört. Und mein Lehrer hat immer gesagt, dass es ist wie ein Tour durch Firenze, weil er spricht über die Porta Rossa und den Fluss den Arno und viele Sachen, die man in Italien sehen kann. Und so. Ohne Begleitung dann. Danke, danke schön. Ja, das ist etwas Besonderes, ein Online-Konzert zu geben und auch ohne das Publikum zu hören und niemand sollte dann niesen oder husten. Das ist Genau. ganz normal in anderen Konzerten, so. Ja, wir sind jetzt echt die meiste Zeit auf stumm. Ich schalte mich nur kurz ein, falls du irgendwie Fragen hast. Ansonsten musst du einfach mal davon ausgehen, dass wir es genießen. Okay, Aber sehr gut, Maria. danke schön. Danke, danke schön. So, mein Lehrer hat immer gesagt, dass wir alle als Kinder schreien und ganz laut weinen können. Das heißt, dass wir alle auch eine Stimme für Singen haben. Auch eigentlich die Tiere, sie können ganz, ganz laut, also nicht sprechen, aber also jeder hat ihre eigene Klang. Und das heißt, dass wir als Menschen können auch sehr, sehr laut singen. Und gut singen, das ist auch eine andere Sache, weil das ist auch Training, Ohrtraining und viele andere musikalische Fähigkeiten. Aber alle diese, wir können trainieren. So, das ist wichtig. So machen wir eine ganz, ganz einfache Übung. Zuerst alle, also oder ich hoffe, alle können diese Bewegung mit Mund machen. So, zuerst ganz tief einatmen. Beim Singen, wir sollten immer denken,
das ist okay, den Bauch zu zeigen. Wir sollten denken, dass wir hier einen Luftballon haben und einfach es einfühlen. Okay, so ganz tief einatmen. Die Schultern sollten nicht nach oben, weil dann wir haben viel, viel, viel Spannung im Körper. So einfach locker, 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 locker. Bauch groß mit Luft einfühlen und dann nochmal, jedes Mal ein bisschen höher und lauter. Nochmal. Wenn ihr könnt das, die Lippen nicht so locker halten, dann ihr könnt sich auch so helfen. Und nochmal. Das ist nicht gut für Corona-Zeit. Danach alles wieder desinfizieren, okay? Nochmal. Ja, und wo fühlen wir dann die Vibration? Also außer die Lippen, ja natürlich. Und wo noch? Ich glaube hier in diesem Bereich, oder? Genau. Hier wir haben die Nebenhöhlen und diese sind unsere Resonatoren. Diese ist wie unser Mikrofon. Wir Open-Sänger brauchen kein Mikrofon. Unser Mikrofon sind alle die Resonatoren, die wir im Körper haben. Also im Kopf, wir haben viele Resonatoren hier, unter die Augen, wenn wir den Mund gut aufmachen auch. Und wir haben auch hier im Brust Resonatoren. So, wir machen nochmal diese und spürt ihr bitte dann diese Vibration hier, okay? So. Und ein letztes Mal, aber ganz, 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 ganz viel die Luft halten oder rauslassen, ganz regelmäßig und auch spüren, was fühlen wir hier im Bauch, okay? So, aufpassen, Achtung und tief einatmen und so, wo habt ihr dann Spannung gefühlt? Aha. Im Bauch? Ja, genau. Hier. Wir haben einen Muskel hier. Es heißt Zwerchfell. Zwerchfell normalerweise hat diese Position. Und wenn wir einatmen, hat diese Position. Und beim Singen, wir sollten diese Position halten. Das heißt, Spannung nur im Zwerchfell. Es ist wie Sit-Ups machen. Manchmal es tut wirklich weh nach so viel Bewegung. Und den Rest von dem Körper ganz, ganz, ganz locker. Das ist total wichtig für Gesang. Körper ganz locker, Spannung nur hier im Zwerchfell und auch Gesicht, Mund, Zunge, Gaumen, alles, 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 alles ganz locker. Das ist sehr einfach zu sagen, aber normalerweise die erste, zweite, dritte Gesangsunterricht oder immer noch nach manchen Monaten Gesangsunterricht, es ist sehr schwer zu spüren, weil es sind normalerweise Sachen, die wir machen, aber wir sind nicht bewusst von was in unserem Körper passiert. Deswegen Gesang ist auch sehr, sehr, sehr schön, weil wir haben diese Verbindung mit uns und was passiert in unserem Körper. Das ist eine Zeit für uns, um zu spüren, was fühlen wir. Und manchmal, wir können nicht sehen, was drinnen hier passiert, aber wir können es sagen mit vielen Wörtern oder Farben oder, ja genau, zum Beispiel, wenn ich sage, okay, der Gaumen auf. Hä?
Was ist der Gaumen? Was ist überhaupt? So, der Gaumen, wir haben hier ganz hinten im Mund. Und wenn wir schlucken, wenn wir Wasser trinken, dann der Gaumen sind auf. Das passiert auch, wenn wir gähnen. Oh, alle bitte gähnen, ganz gerne. Oh, oh. Und dies ist die Position, dass wir hier drinnen halten sollten beim Singen. Oh, oh, mio babino caro. Oh, oh. Okay, plus die Spannung hier. Okay, machen wir noch eine andere Übung. Imitieren wir ein Stier, okay? Stier, weil ich Stier bin. Ja, genau. Am Ende April ist mein Geburtstag. Ich hoffe, wir sind schon frei. Aber wenn nicht, dann ja, wir können weiter Gesangsunterricht online haben. So, eine andere Übung ist... Okay, wie ein Stier, ganz, ganz tief. Und alle versucht auch, die Noten zu folgen, okay? Es sind nur zwei. Okay, ich höre niemand, aber ich glaube, alle machen das wunderbar. Nächste. Alle? Nächste. Und letzte. Okay. Ich hoffe, alle haben ganz, ganz gut gesungen. Ich habe niemanden gehört oder vielleicht das ist, weil ihr habt das wunderschön gemacht. Und eine letzte Übung. Jetzt imitieren wir einen Hund. Ah, auch eine andere Sache. Hier, die Hunde bellen anders als in Mexiko. In Mexiko wir sagen wuh, wuh, wuh. Und hier ist wuff, wuff, wuff. So, wir machen ein mexikanisches Hund, okay? Mexikanischen Hund. So. Wuh, 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 wuff. Okay? Wir sollten hier fühlen, viel, 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 viel Bewegung von Zwerchfell. Wuff, 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 wuff. Und ihr? Wuff, 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 wuff. 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 Aber wirklich, wirklich spielen. Wirklich spielen, nicht... Nein, nein. Okay, und so weiter und so fort, und nur zu zeigen, dass die Hunde wirklich ganz, ganz, ganz hoch singen können und auch wir. Ich mache diese ganz hoch. Okay, das ist ganz hoch.
Und wir alle können das schaffen. Und ja, also das war's von mir. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Maria. Dann könnt ihr euch alle mal wieder laut schalten. Das war wirklich cool. Also wir hatten auf jeden Fall großen Spaß. Hat echt Spaß gemacht, ja. Ja, hat Spaß gemacht. Ich habe mir gerade gedacht, weil es so schade ist, dass wir uns alle nicht gehört haben, dass wir vielleicht diese Mu-Übung noch mal einmal alle mit Mikros anmachen. Wir sollten im Gesangsunterricht nicht schüchtern sein. Das ist auch eine von den Sachen. Das befreit uns, wirklich. Ja. Das befreit uns. Das ist etwas. Sie hat gerade gefragt, ob es auch Katzen gibt beim Gesangsunterricht. Maria, gibt es auch Katzen beim Gesangsunterricht? Ja, natürlich. Miau. Und auch hier. Wir sollten diese Resonator hier fühlen. Gibt es noch irgendwelche Tiere? Ja, gibt es sonst noch irgendwelche Tiere im Gesangsunterricht? Wie bitte? Gibt es sonst noch irgendwelche Tiere im Gesangsunterricht? Noch ja, andere Tiere? Eule auch. Eule. Eule, diese, die macht. Ja, so ihr solltet dann zu Hause üben. Ja, wir sind ja zu Hause zum Glück. Wir sind zu Hause. Ich will auch mal ein Tier vorstellen. Über mir, meine Nachbarin von oberhalb, die ist auch Gesangslehrerin und jetzt verstehe ich, was sie immer macht. Immer so. Ah, okay. Jetzt hat. Ja, es sind auf jeden Fall bei uns auch gerade im Wohnzimmer ein paar Leute vorbeigegangen und haben sich gedacht, was zur Hölle machen die da? Ist Marcel da? Ja, der ist auch da, ja. Kannst du ihn kurz holen? Nee, jetzt lass doch mal erstmal, wenn wir Maria schon mal da haben, wenn ihr noch Fragen an Maria habt oder wir eben noch mal eine Übung zusammen machen wollen oder so, dann Christopher meldet sich schon. Soll ich mal was probieren? Hast du eine Frage, oder? Ja, ich habe mal eine Frage. Ja. Ich kann auch wie gut wie ein Elefant machen. Soll ich jetzt mal probieren? Er macht einen Elefant. Ja, das war dann diese erste Übung. In echt auch online Gesangsunterricht? Ja, ich gebe auch online Gesangsunterricht für mich. Das ist ganz neu, weil, also wegen die Ausgangsbeschränkungen, dann wir dürfen nicht mehr in der Schule Unterricht geben. Und dann im Notfall, das war online und es funktioniert ziemlich gut. Nur dass am Ende normalerweise wir singen ein Lied und leider ich kann nicht begleiten, weil der Klang kommt immer ein bisschen danach und dann werden wir nicht zusammen. Aber für ja, manche Sachen es funktioniert. Aber ja, also für Anfänger es ist auch sehr schwer. Oder für kleine Kinder auch, die viel Unterstützung brauchen. Mit Klavier oder mit Singen. Ja, das ist kompliziert, aber ja, es geht. Maria, hast du schon gemacht, den Konzert von deiner Singerei? Ja, ich habe Konzerte, hoffentlich, im Sommer. Leider nicht hier in München, sind allgemein in Bayern.
Und ja, Konzerte, Aufführungen, die ich gehabt habe, sind verschrieben. Also waren im März und jetzt, wir wissen noch nicht wann, aber ja, Konzerte gebe ich auch. Und wie lang singst du da ein Konzert? Wie lang? Wie lange dauert ein Gesangskonzert? Ja. Etwas 2 Stunden, aber nicht immer nur ich singen. Okay. Vielleicht ja, manchmal mit anderen Kollegen und dann wir singen Duetten oder die ganze Oper zum Beispiel. Es kann auch 3 Stunden dauern. Okay. Aber ja, normalerweise im DVD oder Online-Oper. Oper zu sehen ist ein bisschen langweilig, aber es ist sehr, sehr schön im Theater das anzuhören. Ja, das ist also mit dem Licht und dem Klang wirklich live zu hören, das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und wie lange dauert es noch an Gesang? Wie lange dauert es einfach? Also eine Oper normalerweise 2-3 Stunden mit Pausen. Ah, cool. Und wie viele Konzerte kannst du so in einer Woche, sage ich jetzt mal, singen? Also ich kann mir vorstellen, dass das ja auch super anstrengend für die Stimmbänder ist, oder? Ja, es ist anstrengend. Die Rollen eigentlich zum Beispiel, eine Oper kann 2-3 Stunden dauern, aber eine Rolle, eine Hauptrolle singt etwas maximal 30 Minuten. Alle die anderen ist Ouvertüre und dann ein Duett und dann noch ein Sänger und insgesamt etwas 30 Minuten. So, es ist nicht so viel. Natürlich, die Leistung ist viel, weil die Vorbereitung, Perücke und Schminken und Einsingen und alle diese Sachen, am Ende für uns die Arbeit dauert nicht die 3 Stunden auf der Bühne, sondern 5 Stunden von ganzer Vorbereitung plus alle die Stunden vorher von Lernen und Üben und Proben. So ja, das ist viel Arbeit und am Ende 3 Stunden und es ist vorbei. Hi Frances. Hi Geta. Hat noch jemand eine Frage an die Maria? Ich habe noch eine Frage. Ich habe keine. Okay, ich wollte wissen, wie lange muss man üben, um ein guter Opernsänger zu werden? Eigentlich, es ist nicht so viel üben. Man kann üben in viele andere Sachen, nicht mit Vollstimme. Aber es ist wichtig, ja, jeden Tag ein bisschen die Stimme zu bewegen. Wir sind auch wie Sportler. Wir können nicht eine Woche sagen, na ja, heute habe ich keine Lust. Weil es ist genau wie ein Fußballer oder andere Sportler von hoher Leistung. Wir können nicht faul sein. So, es ist wichtig, ja, 15 Minuten mindestens von Einsingen und auch ein bisschen üben, ein Open Aria oder ja, ein Lied oder solche Sachen, aber nicht mit voller Stimme, weil dann, also wir können nicht mehr als 2 Stunden oder 3 Stunden volle Stimme. Was heißt das, volle Stimme? Volle Stimme ist es wirklich mit ganzem Körper zu singen und viel, ja, also ganzen Körper benutzen, um die Resonanz oder die Stimme rauszuwerfen. Und wenn wir markieren, wir benutzen eigentlich nicht ganzen Körper, wir benutzen nur die Resonatoren. Es ist wie wenn wir sprechen ganz, ganz leise, wenn wir möchten, es tut mir leid, ich wollte dich nicht stören. So ist markieren. Aber wir können auch markieren, wenn wir hoch singen. Aha, wow. Ja, das ist markieren. Und dann, wir sollten auch das lernen. Wir können auch andere Sachen üben, zum Beispiel Rhythmus oder Text. Und dann, es ist ja eine Arbeit von ganzem Tag.
viele Stunden hast du eigentlich, Maria, zum Singen? Wie viel? Wie viel was? Wie viel Singen hast du eigentlich in so eine Technik? Also wie viel insgesamt, wie viele Jahre oder Wochen hast du schon geübt, sozusagen, um so gut zu werden, wie du jetzt bist? Ah, ich habe etwas 15 Jahre. 16 Jahre meine ich. Ja, 15. Also ich singe, seit ich als Kind, als ich ein Kind war, eigentlich. Ich war in einem Kinderchor und ich habe immer kleine Solos gekriegt. So. Ich habe 30 Jahre schon von Singen. Aber professionell, also Gesangsunterricht und mit dem Ziel, eine professionelle Opernsängerin zu werden, schon 15 Jahre. Und wie oft probt ihr immer jeden Tag, oder? Ja, das ist idealerweise. Ja, jeden Tag zu proben. Aber wie gesagt, also nicht ganzen Tag. Das finde ich auch nicht so gesund. Auch jeder Körper ist anders und dann vielleicht für viele Sänger, das passt 5 Stunden. Ich mache das nicht. Ich glaube, man kann lernen und üben in andere Sachen. Wie lange hast du das gemacht? Wusstest du, wenn du hochkommst? Wie hoch komme ich? Deine Stimme. Also ab wann, du hast jetzt gesagt, du machst das schon seit 15 Jahren, ab wann würdest du sagen, warst du so mit deiner Stimme so weit, dass du Opernsängern singen konntest? Also keine Ahnung, weil ich ehrlich zu sagen, als ich mein ganzes Leben gesungen habe, dann ich war ziemlich gut. Und dann, das war nur, dass meine Kollegen haben mir gesagt, hey, du solltest wirklich Gesang lernen. Und dann, ich war mit meinem Lehrer, erster Unterricht, und er hat mich zuerst gesagt, nein, ich habe keine Zeit für eine neue Schülerin. Und ich, bitte, aber ich möchte singen lernen, bitte. Ah, naja, okay. Sing mal etwas. Und dann ich habe gesungen, okay, dann wann kannst du kommen? So, ich glaube, nach einem Jahr, ja, ich konnte ja schon viele Sachen machen, aber das ist auch, weil also ich immer gesungen habe und auch, weil ich immer mit meiner Stimme gespielt habe. Ich habe zum Beispiel meine Lehrer in der Schule imitiert. Oder ich habe auch Theater gemacht. Theater mache ich auch. Ich bin auch in der Theatergruppe. Ja, und dann man trainiert auch die Stimme da. La, 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 la. Ja, schön. Ja, auch Theater gespielt, aber die sind auch super gut Theater gespielt. Sehr gut, hat mich gesagt, okay. Dankeschön. Ja, bitte. Ich habe eine Rose gekriegt, weil sie gut war. Danke. Ich singe auch eigentlich am Gospelchor. Kennst du Oh Happy Day? Kennst du das? Ja, das kenne ich. Das hast du damals in Chor gesungen. Nein, nicht du. Die Mexikanerin. Maria. Maria. Ja. Nein, ich kenne ihn sie eher nicht. Wenn du willst, dann kann ja, also ich weiß nicht, ob Gospelchor jemals wieder stattfinden wird, aber wenn, dann könnte ich dich einladen. Okay, ja, gerne. Dann müssen wir irgendwie Kontakt aufnehmen oder so. Ja, klar, also Tobi hat auch mal. Hi, Soleil. Okay, so vielen, vielen Dank für die Einladung. Das ja, danke dir, dass du da warst. Bravo. Wollen wir jetzt am Abschluss einmal alle die Kuh machen? Ja, dir war es, glaube ich.
ist ja. Stier, es war Stier. Stier. Es war Stier. Kannst du es nochmal vormachen, bitte, Maria? Okay. Dann auf drei, oder? Ja, auf drei. Aber ja, wie gesagt, also wir alle zusammen können wir nicht singen wegen den Klang, aber so. Wir versuchen es einfach. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Ja, viele zukünftige Opernsänger und Sängerinnen hier, glaube ich. Ich auf jeden Fall. Danke, Maria. Sehr gut. Dankeschön. Gibst du denn, Maria, wenn jetzt Leute irgendwie sagen, sie wollen professionell singen lernen oder auch einfach nur ein bisschen besser werden, hast du noch Plätze frei zum für Gesangsstunden? Ja, also wir können darüber reden. Ja, ich bin momentan auch zum Glück ziemlich voll, aber ja, also wir können schauen, ja, gerne. Cool. Oh, danke, Maria, dass du gemacht hast, sehr gut. Ja. Ich bin sehr gespannt, eigentlich nervös. Ein bisschen. Hat man dir nicht angemerkt. Kenne ich auch, ich bin auch manchmal aufgeregt wegen irgendeiner Sache und dann geht's schon. Ja. Danke, 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 das war sehr schön. Okay. Ja, cool. Dann danke dir nochmal. Und ja, wer auch immer jetzt noch da bleiben will, um sich ein bisschen auszutauschen oder zu quatschen, das können wir gerne tun. Ich will doch da bleiben. Genau. Ich will auch noch da bleiben. Okay. Ich will noch mit WGs rein. Oh. Ja, cool. Dann haben wir dafür jetzt noch Zeit. Und ich weiß nicht, Maria, wenn du weg musst, dann... dir schon mal vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke schön und tschüss. Tschüss. Ciao.